Liebe Geschwister, Allah Ta'ala sagt im Koran, den Propheten ansprechend, sallallahu alaihi wasallam, Isbir ala ma yaquluna wadhkur abdana Dawuda dhal aydi innahu awwab. Ertrage standhaft, was sie sagen, und gedenke unseres Dieners Dawud, David alaihi salam, des Kraftvollen, gewiss, er war immer wieder umkehrbereit. Subhanallah, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sollte den Propheten Dawud alaihi salam gedenken, im Zusammenhang damit geduldig zu sein. Erst kam der Befehl zur Standhaftigkeit und danach die Aufforderung, dass Dawuds gedacht werden sollte, alaihi assalam, des Kraftvollen, des Umkehrbereiten. David, für uns heute einer der bekanntesten, beliebtesten Namen in Deutschland, das war vor dem Zweiten Weltkrieg nicht der Fall, liebe Geschwister. Stichwort pseudo-jüdisch-christliches Abendland. Das hat sich erst in den 70er und 80er Jahren dann geändert, als die Generation, die sich von der vorherigen abgewandt hat, dann auch als Protest, als Symbol des Protestes oder als Symbol dieser Abwendung, dann auch angefangen hat, jüdische Namen für ihre Kinder zu verwenden. Und es ist der Name, der am dritthäufigsten im Alten Testament vorkommt. Der Name, der am dritthäufigsten im Alten Testament vorkommt nach Musa alaihi salam und nach Ibrahim alaihi assalam. Dhul Aid, der Kraftvolle. Was bedeutet dies? Qatada sagt, dass er kraftvoll in seinen gottesdienstlichen Handlungen gewesen ist und im Verständnis des Islams. Etwas, was wir heutzutage auf den Körper oder auf körperliches, materielles beziehen. Wahre Kraft, liebe Geschwister, liegt in den Gottesdiensten und im Verständnis. Das heißt, im Herzen und im Verstand. Mujahid sagte, im Gehorsam Allah gegenüber im Allgemeinen. Das heißt, die schließt auch die zwischenmenschlichen Handlungen, die Muamalat, mit ein. Und Ibn Kathir, er bezog dies auf das Wissen und auf die Taten im Allgemeinen. Das heißt, es ist ein umfassender Begriff, liebe Geschwister. Dawud alaihi salam. Wie wurde er der dessen gedacht werden soll? Wir kennen die Geschichte von David und Goliath, auch aus dieser Gesellschaft, Jalut und Talut zuerst, also der eingesetzte König, der von Allah Ta'ala eingesetzte König. Und Jalut, er traf Goliath, Talut traf Goliath, Jalut, mit einer kleinen Armee im Vergleich zu der Armee des Feindes. Und Jalut war ein Riese gewesen. In der Bibel wird erwähnt, dass er 6 Ellen lang gewesen ist und eine Handbreit. Ja, wenn man das kleinste Ellenmaß anlegt, war er ungefähr 2,70 Meter, 2,80 Meter. Und das ist auch nichts Ungewöhnliches im Sinne von, dass das auch bereits schon vorgekommen ist. Es gab bereits öfters belegtermaßen Menschen, die 2,60 Meter, 70 oder 80 groß waren. Und Talut, der von Allah Ta'ala eingesetzte König, er fragte nach einem Freiwilligen. Wer möchte gegen Goliath kämpfen? Wie das damals üblich war, dass der Schlacht Einzelduelle vorangegangen sind. Also bevor es zur eigentlichen Schlacht zwischen den Armeen kam, gab es Einzelduelle. Keiner wollte sich dem Riesen stellen. Ja? In der Bibel wird er weiter beschrieben, dass seine Rüstung so und so viel wog und dass sein Speer so und so viel wog. Und, ja? Also ein Albtraum. Und jemand, der nicht der Armee zugehörig war, nicht den Kämpfern zugehörig war, David, Dawud alaihi salam, er meldete sich.
noch kein ausgewachsener Mann, kein ausgebildeter Krieger. Und Thorlud, er lobte ihn, dass er mutig ist, aber er sagte, er möchte einen richtigen Kämpfer haben und schaute in die Runde und keiner meldete sich freiwillig. Und Dawud alaihi salam, er fing an zu argumentieren, ja, das berichtet Ibn Kathir. Er sagte, ich habe schon zuvor einen Löwen und einen Bären erlegt. Er argumentierte, er wollte das haben, subhanallah. Und so gab Thorlud dem statt. Und es kam dann zum Duell. Wenn wir hier kurz innehalten, liebe Geschwister, wir sehen hier einen Willen, subhanallah. Jemand, der ein Ziel hat. Jemand, der motiviert ist. Wo stehen wir in Sachen Motivation, in Sachen Ziele, in Sachen fester Entschlossenheit? Das ist eine vorbildliche Eigenschaft, subhanallah. Aber wir sind vielleicht schon zu satt, wir sind zu gemütlich, wir sind zu bequem. Wir jagen immer den Bequemlichkeiten nach. Und dies schmälert unseren Willen, liebe Geschwister. Und als nun diese Begegnung da war, liebe Geschwister, diese Konfrontation, Dawud alaihi salam, er gedachte der vorherigen Gnaden, die Allah Ta'ala ihm gegeben hat, um standhaft zu sein. Er gedachte daran, wie er einen Löwen erlegen konnte. Er hat als Hirte gearbeitet und wie er einen Bären auch erlegen konnte. Und dies machte ihn fähig dazu, diese Herausforderungen anzunehmen, frei aufzutreten, nicht vor Angst gelähmt zu sein. Und auch wir haben Herausforderungen, liebe Geschwister. Jeder Einzelne von uns hat Herausforderungen. Und so wie dieses Bild sich Dawud alaihi salam ergab und Thorlud und der gesamten Armee, ein Feind in Überzahl, besser ausgerüstet, mit einem Mutanten, ja, als besten Kämpfer. Wir denken manchmal auch, wir sind klein, wir sind in der Minderheit, wir sind schwach, wir sind nicht gut ausgebildet, wir haben dieses und jenes nicht. Aber wir sollen der Gnade an Allah Ta'alas gedenken, die er bereits uns zuvor gegeben hat. Und dann weckt das die Hoffnung, dass Allah Ta'ala auch weitere Gnaden wird folgen lassen. Und das sagte auch Ibn Atallah al-Iskandari. Er sagte, kannst du nicht gut von ihm, Allah Ta'ala, denken, wegen seiner Eigenschaften? Wir sollen ja Husnudhon in Bezug auf Allah Ta'ala haben. Immer das Beste von ihm meinen. Das Beste empfinden in Bezug auf Allah Ta'ala. Und wenn uns seine Eigenschaften dort mal nicht weiterhelfen, aufgrund der Schwäche unseres Herzens, so sagte dieser Rechtsgelehrte und Asket, dann gedenke doch der Gnaden, die Allah Ta'ala dir gegeben hat. Und hat er dich an etwas anderes gewöhnt, als das, dass er dir Güte erweist? Und hat er dir jemals etwas anderes gegeben, als Gnaden? Wundervolle Fragen, subhanallah. Und wenn wir das beherzigen, liebe Geschwister, dann steigt auch unsere Hoffnung. Dann wächst auch unser Mut, liebe Geschwister, den wir heute auch dringender als denn je benötigen. Wir sollen wissen, liebe Geschwister, dass die Welt von Allah Ta'ala kontrolliert wird. Es ist keine Rechnung auf dem Papier. Und Allah Ta'ala erinnert daran in seinem ewigen Wort, in den Worten, die er verewigte. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idhnillah. Und wie oft kam es vor, dass eine kleine Gruppe eine größere besiegte mit der Erlaubnis Allahs. Und Allah Ta'ala, er weist allerdings darauf hin, was ein begleitender Umstand ist. وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ. Und Allah ist mit den Standhaften, mit den Geduldigen. Er seine Hilfe, seine Unterstützung
seine Segnungen. Das heißt, wir haben geduldig zu sein. Wir haben uns an die Gnaden Allah Ta'alas in der Vergangenheit uns gegenüber zu erinnern. Und wir sollen wissen, liebe Geschwister, dass die materielle Welt komplett von Allah Ta'ala beherrscht wird. Unsere Augen, unsere materiellen, unsere physischen, sollen sich nicht täuschen lassen durch das Materielle, durch das Physische, sondern wir sollen mit unseren Augen, unsere Augen sollen ein Instrument unseres Herzens sein. Und das Herz muss eben wissen, Allah ist es, der allmächtig ist. Allah ist es, der alles Materielle kontrolliert. Und subhanallah, das sollen wir auf unser Leben anwenden. Wir sollen Ziele haben, große Ziele haben. Und wir sollen wissen, dass Allah Ta'ala dies verwirklichen vermag. Als grundlegende Aqida, als grundlegende Überzeugung und Hoffnung haben und geduldig sein. Damit wir für uns ein gutes Leben leben, aber auch für unsere Umma, für die Gesellschaft etwas beitragen. Und subhanallah, es gibt auch in dieser Gemeinde, ich werde ihre Namen nicht nennen, solche, die haben damals ihren Hauptschulabschluss gemacht. Und jetzt schreiben sie gerade an ihrer Doktorarbeit. Geschwister, deren Eltern nicht lesen und schreiben konnten, die ein Studium sehr gut abgeschlossen haben und Arbeit mit viel Verantwortung, einen Beruf mit sehr viel Verantwortung ausüben, auch mit einem entsprechenden Gehalt. Aber wir sollen uns das zu erreichen, bedeutet nicht hoffnungslos zu sein und bedeutet sich nicht den Gegebenheiten, so wie sie erscheinen, zu ergeben, sondern auf Allah Ta'ala zu vertrauen und auf sein Schicksal zu bauen. Und wie es heißt, Allah Al-Karim, der Großzügige, er wird niemals Hoffnungen unerfüllt lassen. Allah ist zu großzügig, liebe Geschwister, als dass er Hoffnungen verloren gehen lässt. Aber diese Hoffnungen, liebe Geschwister, sie müssen begleitet sein von Taten. Denn wenn Hoffnungen nicht von Taten begleitet werden, dann sind das nur leere Wünsche. Die geehrten Gelehrten sagten, dass Hoffnungen, die unbegleitet sind von Werken, keine Hoffnungen sind, sondern nur leere Wünsche. Wir sollen Allah Ta'alas Hilfe ersuchen in diesen Sachen. Unsere Absicht soll rein sein. Ibn Ata'Allah, er sagte, nichts, was du erreichen willst, ist unmöglich. Wenn du es durch deinen Herrn zu erreichen versuchst. Doch kein Ziel ist leicht zu erreichen, wenn du es durch dich selber suchst. Es mag sein, dass du es gewährt bekommst, aber erschwert und dann ohne Segen und ohne Belohnung. Denn du hast Allah Ta'ala nicht um Hilfe gebeten, sondern du hast dich auf dich selbst verlassen. Somit hast du keinen Segen für die erlangte Sache und auch keinen jenseitigen Lohn dafür. Und du hast Erschwernis gehabt. Aber wer auf Allah Ta'ala baut und vertraut, liebe Geschwister, dem wird Allah Ta'ala das Erreichen der Ziele leichter machen. Und das Erreichen der Ziele wird dann auch mit einem Segen einhergehen. Wir kennen doch diese Meldung, die alle paar Monate mal wieder auftaucht. Jemand, der im Lotto gewann, ja, verlor wieder alles und ja, Selbstmordversuch und dies und jenes. Weil das, was er erlangt hat, liebe Geschwister, war auf dem falschen Weg. Es war nicht gesegnet, es war nicht belohnt. Und manchmal sollte man sich mehr davor fürchten, dass man einen Wunsch erfüllt bekommt, als davor, dass er nicht in Erfüllung gerät. Denn was passiert mit uns, wenn wir dann die Gaben der Welt in unserer Hand halten? Kommen sie vielleicht in unser Herz hinein? Und da auch wird uns die Begebenheit Dawuds, die Geschichte Dawuds, sehr viel lehren, wie wir gleich weiter erfahren werden. Bevor wir uns seinen Taten widmen, liebe Geschwister, wollen wir uns erstmal anschauen, welche Gaben hat er von Allah Ta'ala bekommen. Allah Ta'ala sagt im Koran, وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ. Und wir festigten seine Herrschaft. In dieser Welt, jeder Thron wackelt. Jeder Thron wackelt, liebe Geschwister. Jeder hat Angst. Präsidenten und Könige und Aufsichtsräte und
Bosse und Kapitäne, alle, jeder Thron wackelt. Aber subhanallah, Allah Ta'ala gab der Herrschaft Dawuds Festigkeit, Beständigkeit und gaben ihm die Weisheit und die Entschiedenheit im Spruch beziehungsweise die Gabe zu richten, Urteilskraft. Das heißt, er hat eine weltliche Herrschaft gehabt, er hat das Prophetentum darüber hinaus gehabt, aber subhanallah noch viel mehr. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيِّرُ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدُ أَنِعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعَمَلُونَ بَصِيرٌ. Und wir gaben ja Dawud von uns Gnade. Ihr Berge, preist Allah im Widerhall mit ihm und auch ihr Vögel. Dawud alayhi salam, er machte Dhikr mit den Bergen zusammen und auch mit den Vögeln, wie Allah Ta'ala hier im Koran sagt. Und wir machten für ihn Eisen geschmeidig. Dawud alayhi salam, er hatte keine Schwierigkeiten, damit Eisen zu verarbeiten. Es war für ihn geschmeidig. Subhanallah. Ibn Kathir erwähnt, er vermochte, alle Sprachen zu sprechen. Und der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, über den Sahabi Abul Musa al-Ash'ari, لَقَدْ أُوتِيَ هَذَا مِزْمَارًا مِمْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُودِ. Dass Musa al-Ash'ari eine so wundervolle Stimme hatte bei der Koranlesung und beim Dhikr, wie sie zuvor Dawud alayhi salam beziehungsweise seiner Familie verliehen wurde. Das heißt, Dawud alayhi salam, das Prophetentum, weltliche Herrschaft, militärische Kraft dadurch, dass das Eisen für ihn geschmeidig war, was auch bedeutet wirtschaftliche Kraft, aber auch geistige Urteilskraft, eine wunderschöne Stimme, subhanallah, und die Möglichkeit, mit allen zu kommunizieren. Wie viele Gaben, subhanallah. Wie viele Gaben. Ein Bruchteil davon, liebe Geschwister, lässt Menschen in die Irre gehen. Und zwar weit weg. Jemand, der eine schöne Stimme hat, oder Mann oder Frau, ihr seht, wie sie alle durchdrehen. Stars und Sternchen. Ein wenig Geld, Nase schon hoch bis zur Decke. Subhanallah. Und immer Theater und Drama um solche Leute, die nur einen Bruchteil von einer der Gnade bekommen haben, die Dawud a.s. bekommen hat. Aber wie verhielt sich Dawud a.s.? Wie verhielt sich Dawud a.s.? Bukhari dokumentierte den Hadith, dass der Prophet gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam, dass Dawud a.s. ein Drittel in der Nacht stets zu beten pflegte. Ein Drittel der Nacht stets zu beten pflegte. Und dass er jeden zweiten Tag fastete. Einen Tag aß er gewöhnlich und den anderen Tag fastete er. Das heißt, er hatte seinen Schlaf im Griff. Er hatte seinen Magen im Griff. Wie war sein Konsumverhalten? Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, kana Dawudu alaihi assalam la ya'kulu illa min amali yadi. Dawud alaihi salam, der Prophet, der König, der Herrscher, er aß nie etwas, was er sich nicht durch die Arbeit seiner eigenen Hände verdient hat. Subhanallah. Das heißt, er hatte seinen Schlaf im Griff. Er schlief nicht einfach ohne Ende, sondern er schlief wenig. Er stand auf für Allah Ta'ala ein Drittel in jeder Nacht, um ihm zu gedenken, zu beten, zu rezitieren, subhanallah. Und er hatte seinen Magen im Griff. Er arbeitete, subhanallah. Also ein Faulheitsverzicht. Ja? Das heißt, äußerlich, subhanallah, makellos. Aber auch innerlich.
Wie Allah Ta'ala bereits im Koran sagte, Innahu awwab. Er war immer am Reue begehen, am zu Allah Ta'ala kehren. Äußerlich, liebe Geschwister, wie innerlich. Und das, obwohl er all diese Gaben hatte. Subhanallah. Und der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, وَلَا يَفِرُّ إِذَا لَاقَى. Und er ist vom Schlachtfeld nicht geflohen. Er ist vom Schlachtfeld nicht geflohen. Das heißt, er hat selber auch gekämpft. Wenn wir das auf unsere jetzigen Verantwortungsträger weltweit übertragen, unterbrechen sie ihre Nacht, um sich ihrem Herrn zu widmen, und sei es lediglich der Arbeit, halten sie sich zurück von den weltlichen Gütern, haben sie ihren Bauch unter Kontrolle, der natürlich auch auf den Charakter seinen Einfluss ausüben wird, arbeiten sie überhaupt? Durchleiden sie dann auch die Härten des Volkes? Dawud a.s. hätte alle an die Front schicken können, kein Problem, er war selber an der Front. Ganz vorne, subhanallah. Und das, wie gesagt, auch als Prophet und auch als Herrscher. Würde es überhaupt noch Kriege geben heutzutage, wenn diejenigen, die die Soldaten entsenden, selbst mitreisen würden an die Front? Subhanallah. Was ein Mensch, subhanallah. Was ein Mensch. Wie inspirierend. Kein Wunder also, dass Allah Ta'ala, um dem Propheten Trost zu geben und ihn dazu zu inspirieren, geduldig zu sein, ihm sagte, und erinnere dich an Dawud alayhi salam. Erinnere dich an Dawud alayhi salam. Und subhanallah, Dawud alayhi salam, so wie der Prophet Muhammad salam, beziehungsweise der Prophet übertraf ihn natürlich auch. Ja? Er war, ähnlich wie der Prophet Muhammad salam, immer unter den Menschen. Weil er war auch der Richter gewesen. Erinnert euch an die vorherige Aya? Er hatte die Urteilskraft. Er war ein Richter gewesen, subhanallah. Und wisst ihr was, worüber kaum gesprochen wird, aber was für mich, subhanallah, eines der stärksten Zeichen seines Prophetentums ist, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war 23 Jahre lang jeden Tag, bis auf wenige Minuten, stets unter Menschen, die ihn beobachtet hatten, um zu wissen, ja, um von seinem Licht, um sein Licht überhaupt zu genießen, um davon zu berichten, um selber sich danach auszurichten. Wir Menschen, wir brauchen alle unsere, in der heutigen Zeit, wir brauchen alle unsere Zeit. Jetzt bis 6 Uhr bin ich noch für euch da. Danach ist erstmal mein Handy aus. Und so geht es mit uns allen, mehr oder weniger. Wir haben alle unsere Zeiten, wir haben unsere Urlaube, wir haben unsere Auszeiten. Subhanallah, und der Prophet Muhammad sallam, jeden Tag, 23 Jahre lang, immer mit den Menschen zusammen. Und die einzigen Minuten, die sich ergaben, in einer gewissen, also dass er abgeschieden war, war, als er eben als erschaffenes Geschöpf sich eben auch den Gesetzmäßigkeiten des Erschaffenseins hingeben musste. Ja? Gehört dazu. Subhanallah. Was ein Mensch, subhanallah. Was würde passieren, wenn einer von uns 100.000 Euro gewinnen würde? Oder eine dieser Gaben hätte? Eine schöne Stimme? Oder wirtschaftliche Kraft? Oder politische Macht? Oder die Möglichkeit, ja, das Vertrauen der Menschen zu haben, als Richter berufen zu sein? Viele Menschen missbrauchen das Vertrauen der Menschen ihnen gegenüber. Missbrauchen ihre geistigen, kommunikativen Gaben. Subhanallah. Aber seht auf Dawud. Und er war nicht arrogant. All dies, liebe Geschwister, stellt euch vor, ihr seid diese Person. Ihr habt diese Gaben. Ihr seid Prophet, ihr seid Machthaber. Ihr habt all diese besonderen Gaben. Und eines Tages richtet ihr in einem Fall. Und euer Sohn hat eine andere Auffassung. Und subhanallah, Dawud alayhi salam, immer wenn Sulaiman alayhi salam ein Urteil hatte, sein Sohn Sulaiman, ja, alayhi salam, auch der Prophet wurde, er erkannte die Wahrheit und gab das zu. Es kam eines Tages vor, dass zwei Frauen drum stritten, wem das Kind gehört. Ja, ein Kind wurde, sie waren beide mit ihren Kindern unterwegs und
ein Kind ging verloren und dann wollte die ältere Frau das Kind der jüngeren Frau haben. Und sie gingen zu Daud alaihi salam. Und aufgrund der Lage, er sprach das Kind der älteren Frau zu. Und Sulaiman alaihi salam, nachdem dieses Urteil gefällt wurde, er sagte, er wird das Kind nehmen und in zwei Hälften schneiden und dann haben beide, ja, gleichermaßen das Kind. Und die ältere Frau, sie schwieg. Und die jüngere Frau hat gesagt, nein, ich war, ja, verzeiht, ich hatte Unrecht gehabt. Das Kind gehört der älteren Frau. Und dann daraufhin wurde das Kind dieser jüngeren Frau zugesprochen, weil sie aus dem Mutterinstinkt heraus handelte, den die ältere Frau nicht hatte. Und Daud alaihi salam, er nahm das hin. Er nahm die Wahrheit an. Und wir haben manchmal Stolz, die Wahrheit zu akzeptieren. Weil die Quelle, der Scheitan malt es uns so aus, als ob wenn wir die Wahrheit von einer anderen Quelle annehmen würden, die vielleicht jünger ist oder vielleicht von jemandem kommt, den wir nicht gern haben, dass das an unserem Status nagt, dass das uns erniedrigt. Aber schaut auf Daud alaihi salam. Er war nicht arrogant gewesen, subhanallah. Allah Ta'ala sagt in Bezug auf Dawud alayhi salam, I'amalu ala Dawud shukra wa qalilun min ibadish shakur. Wirkt, arbeitet, tut Gutes, Familie Dawuds, o Dawud, in Dankbarkeit. Und Ibn Kathir hat gesagt, dass diese Aya ein Beleg dafür ist, dass der Dank auch in einer Tat ausgedrückt werden kann. Und er zitierte unter den Salaf solche, die gesagt haben, zu beten ist bereits ein Dank. Zu fasten ist ein Dank. Und allgemein Gutes zu tun ist eine Dankeserweisung. Vielleicht sollten wir damit aufhören, Leuten Danke zu sagen. Die Zunge nicht mehr involvieren. Salam alaikum wa alaikum salam. Komm, ich lade dich zum Essen ein. Komm, ich helfe dir hier und dort. Komm, wir machen dieses und jenes. Dass wir die Tat sprechen lassen. Dass wir die Energie, die die Zunge bewegen möchte, dass wir diese Energie anders kanalisieren. Nein, ich sage jetzt nicht Danke. Ich sage auch nicht Shukran, ich sage auch nicht Sagmachairan. Sondern, ja, natürlich, wir sprechen es im Herzen. Und natürlich, wir brauchen auch diese Form. Aber manchmal hält uns die Form vom Inhalt ab. Und manchmal nehmen wir das auch nicht richtig wahr. Wir hören Jazakumullahu Khairan 100 Mal am Tag. Wir hören manchmal Abschir 100 Mal am Tag. Ja, so. Freu dich, wird alles gut. Wenn ich dieses Wort höre, ich freue mich nicht und ich denke nicht, dass alles gut wird. Ich denke mir, die Person wird es vernachlässigen. Aber gib mir ein Zeichen, dass du dran bist an der Sache. Dann kann ich, ja, frohen Mutes sein. Lass uns Allah Ta'ala an dieser Stelle um Vergebung bitten. Er ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. Und wisset, dass derjenige, dessen Zunge gelöst wird, um Allah Ta'ala zu bitten, dass Allah Ta'ala ihm seine Zunge gelöst hat, um ihm auch zu geben. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Liebe Geschwister, wie können wir Urteilskraft bekommen? Wie können wir Urteilskraft, Einsicht in die Dinge bekommen? Die Gelehrten haben gesagt, derjenige, der seinen Blick vor dem Verbotenen zurückhält, wir sind jetzt, ja, die Saison hat wieder angefangen. Die Blicke senken, Saison hat wieder angefangen. Heute hat Allah Ta'ala uns ein besonderes Geschenk gegeben, dass es viel regnet, dass wir auch viel Dua sprechen. Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam bei Regen stets auch Dua zu sprechen pflegte und sagte, dass Segnungen auf uns herabkommen durch den Regen. Aber ihr wisst, die Saison hat wieder angefangen, wo wir die Steine zählen, wo wir darauf achten, nicht auf die Steinränder
zu laufen. Und dadurch, wer sich der Blicke enthält, bekommt von Allah Ta'ala Einblicke, sagten die Gelehrten. Einblicke, also wo das Herz wichtig ist. Weil nur das Herz kann einblicken. Die Augen können blicken, aber nur das Herz kann einblicken. Kontrollieren wir unsere Blicke, bekommen wir Einblicke. Und dies ist abgeleitet aus dem Vers in Surat Al-Anfal. Ja, ayyuhalladhina amanu, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana, wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum, wallahu dhul fadlil 'azim. O ihr Gläubigen, habt Ehrfurcht Allah Ta'ala gegenüber, dann wird er euch Unterscheidungskraft schenken. Und er wird eure schlechten Taten von euren schlechten Taten hinwegnehmen und euch vergeben. Und Allah ist von großer Huld sehr gnädig. Subhanallah. Gottesfurcht, liebe Geschwister, bringt Einsichten. Und Einsichten kommen, indem man, wie gesagt, seine Blicke vor dem Verbotenen zurückhält. Ya Mujib, Ya Rahman, Ya Rahim. O Allah, wir bitten dich mit all deinen Namen. Bitte segne den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O Allah, schenke uns weltweit ein sicheres Freitagsgebet und helfe uns dabei, deine Häuser, die Moscheen, zu schützen. Und segne die Gemeinde in Palästina, deren Gemeinde vor wenigen Stunden angegriffen wurde. Und schütze uns, Allah, indem wir uns auch selbst schützen, deinen Schutz verlangend. O Allah, bitte vergib uns unsere Sünden. Bitte führe uns liebevoll zu deinem Gebet. Und wenn wir diese liebevolle Führung nicht annehmen, O Allah, dann führe uns zum Gebet durch deine Prüfungen. Aber lass uns nicht diese Welt verlassen, ohne zuvor zu denen zu gehören, die aus Liebe und aus Ehrfurcht dir gegenüber beten, innerlich wie äußerlich, die inneren Regelungen befolgend, wie auch die äußeren Gebote. O Allah, bitte vergib auch den vorangegangenen, verstorbenen, Gottergebenen, die deine Einheit bezeugt haben und die dem Ruf deiner Propheten sich angeschlossen haben, O Allah. O Allah, bitte schenke uns eine friedliche Welt. O Allah, bitte befreie die Gefangenen aus ihren Gefängnissen. Bitte schenke den Vertriebenen ihre Heimat und den Unterdrückten, O Allah, Selbstbestimmung. Eine uns, O Allah, auf dass wir dir selbstbestimmt deine Gebote folgend dienen dürfen. Allahumma Amin. O Allah, bitte eine unserer Herzen, schenke uns einen Herzschlag und eine unserer Hände. Schenke uns ein gemeinsam getragenes Handeln. Segne den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und entferne aus unserem Herzen all die Vorbilder, die nicht diesem Vorbild folgen, O Allah. Allahumma Amin. Reinige unsere Herzen, O Allah. O Allah, bitte lass uns den Ramadan erleben, O Allah. Nicht lediglich fasten und beten, sondern lass uns eine Herzensreinigung vollziehen, uns eine Herzensreinigung, O Allah. Ändere unser Leben, O Allah. Allahumma Amin. Denn es gibt keinen Erfolg, außer durch dich verliehen. Und schenke uns all das, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von dir erbeten hat, und schenke uns Zuflucht vor allem, wovor auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bei dir um Schutz und um Zuflucht gebeten hat. Allahumma salli wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.